Hallo, ich bin Janik Lehmann und mache hier in der Geberit die Lehre zum Konstrukteur. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr und zeige dir heute, was man in meinem Beruf so macht. Wir sind hier im Ausbildungszentrum der Konstrukteure. Dein erstes Lehrjahr wirst du größtenteils hier verbringen. Am Anfang startest du am Zeichnungsbrett und du hast ganz oldschool von Hand zeichnen lernen. Hier im Sanitärlabor werden unsere Prototypen getestet, damit unsere Produkte auch langfristig funktionieren können. Hier werden 24 Stunden am Tag Spülungen betätigt und Wasserhähne an- und ausgestellt. Ich arbeite gerne bei der Geberit, weil die Ausbildung sehr viele Teilbereiche abdeckt. Wir lernen das Handzeichnen und Skizzieren sehr genau und verbringen viel Zeit in der Werkstatt, damit wir auch diesen Bereich der Produktion kennenlernen und verstehen. Wie zum Beispiel hier haben wir einen Töckelkasten aus Geberitteilen konstruiert und natürlich duellieren wir uns auch gerne in der Pause. Konstrukteur tut man aber nicht nur konstruieren, sondern auch ganze Projekte von vorne bis hinten komplett begleiten und durchführen. Da gehören Sachen wie ein Terminplan, Brainstorming und Analyse von Prototypen auch dazu. Das war mein Beruf Konstrukteur. Ich hoffe, ich konnte dein Interesse wecken. Wir würden uns freuen, wirst du uns deine Bewerbung schicken und dich bis vorstellen kommen. Weitere Informationen findest du auf www.geberit.ch/berufsbildung.